Willkommen zu einer besonderen Landesmedienkonferenz. Benvenuti a questa conferenza stampa virtuale sicuramente speciale. Es war eine Sitzung bis nach Mitternacht, dann stand fest, der Südtiroler Landtag hat jenes Gesetz genehmigt, das die Landesregierung vergangene Woche vorgelegt hatte. Dieses Gesetz soll Südtirol in den Neustart führen. Es hat auch schon viele Reaktionen im Lauf des heutigen Tages gegeben, aber auch, also zum einen positive, aber auch die Ankündigung von Regionenminister Francesco Boccia, das Gesetz möglicherweise anzufechten. Wir sind also gespannt, was die Landesregierung zur gestrigen Entscheidung und zu den heutigen Reaktionen zu sagen hat. Ich begrüße als Mitglieder der drei Sprachgruppen Landeshauptmann Arno Kompatscher, Landeshauptmann-Stellvertreter Giuliano Vettorato und Landeshauptmann-Stellvertreter Daniel Alfreider. Das Wort an den Landeshauptmann Arno Kompatscher. Ja, einen schönen guten Nachmittag auch meinerseits. Wir sind gestern bis spät abends noch, bis in die Nacht hinein, bis zum frühen Morgen, um genau zu sein, im Landtag zusammen gewesen mit allen Gruppen des Landesparlamentes, um dieses Gesetz für den Neustart Südtirol zu verabschieden. Es ist ein Gesetz, das jetzt ermöglichen soll, schrittweise wieder mehr in Richtung eines halbwegs normalen gesellschaftlichen und beruflichen Lebens zu machen. Es ist vor allem ein Gesetz, von dem man sich jetzt nicht erwarten darf, dass jetzt alles wieder offen ist, alles wieder sofort so ist, wie es früher war. Es ist jetzt kein Gesetz, das die plötzliche Freiheit für alle vorsieht, sondern eben vieles wieder möglich macht, was in den letzten Wochen nicht möglich war. Das gilt für die Bewegungsfreiheit im Land. Es braucht jetzt keine Eigenerklärungen mehr. Man kann sich im ganzen Land grundsätzlich frei bewegen, also egal ob zu Fuß, ob mit einem Fahrzeug. Im ganzen Land gibt es jetzt diese Freiheit wieder, auch mit einem privaten oder öffentlichen Fahrzeug. Wichtig ist, dass man sich an die Regeln in Bezug auf Schutz von Nase und Mund hält und die Abstandsregeln. Also sobald man näher als 2 Meter oder weniger als 2 Meter Abstand zu einer anderen Person hat, gibt es die Pflicht, Nase und Mund mit einem geeigneten Schutz zu bedecken. Das ist das Prinzip, deshalb muss man es auch immer mit sich führen, weil man ja auch immer wieder in die Situation geraten kann, auch wenn es nicht geplant ist, dass man in die Nähe von Personen kommt. Und dort ist es eben diese Pflicht, sobald man näher als diese 2 Meter ist, muss man Mund und Nase bedecken, es sei denn, es handelt sich um Personen, mit denen man bereits zusammen in derselben Wohnung wohnt. Das ist klar, da muss man sich ja nicht schützen, da ist man sowieso den ganzen Tag beieinander, aber sonst muss man sich schützen. Das ist das Prinzip. Und dann geht es darum, dass es für berufliche Aktivitäten, aber auch für sportliche noch einmal spezifische Regeln gibt. Das ist das Zweite. Es ist in dem Gesetz vorgesehen, welche Tätigkeiten jetzt wieder geöffnet werden. Es hat in den letzten Wochen ja schon eine Reihe von Öffnungen gegeben. So hat es schon handwerkliche Tätigkeiten gegeben, Dienstleistungstätigkeiten, die bereits erfolgt sind. Zuerst mit großen Einschränkungen, dann mit etwas weniger Einschränkungen. Die produzierenden Tätigkeiten sind ja inzwischen in ganz Italien wieder aufgenommen worden. Und bei uns kommt jetzt die Handelstätigkeit, der Detailhandel dazu, eben nicht mehr nur der Lebensmittelhandel, sondern eben der Detailhandel generell. Und dann auch ab Montag das Öffnen von Bar- und Restaurationsbetrieben und auch die Dienste wie Friseur und Schönheitspflege. Und all diese beruflichen Aktivitäten müssen natürlich unter genauester Einhaltung von Sicherheitsauflagen erfolgen. Es geht immer um den Schutz der Gesundheit der Kunden, aber auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Betriebs, des Betriebsinhabers selbst, aller Personen, die betroffen sind von der jeweiligen Tätigkeit oder Dienstleistung. Und diese Regeln, das sind Regeln, die auf Empfehlungen unserer medizinischen Berater, der Fachleute aufbauen, aber auch verweisen auf die bereits vorhandenen und noch zu erfolgenden Protokolle, sei es auf lokaler Ebene, die Vereinbarungen zwischen den Gewerkschaftsvertretungen und den Arbeitgebervertretern, wie auch auf staatlicher Ebene, wo auch das INEL natürlich auf staatlicher Ebene einige dieser Protokolle mit unterzeichnet hat. Und wir haben diese Verweise auch entsprechend im Gesetz eingebaut. Das ist die Situation. Es ist auch, um das gleich vorwegzunehmen,
dann jetzt seit dem 4. Mai bereits nicht aufgrund dieses Gesetzes möglich, auch sich innerhalb der ganzen Region zu bewegen. Allerdings gelten in Trentino weiterhin die Regeln, die eben dort für die Bewegung vorgesehen sind. Das sind die staatlichen nach wie vor. In Trentino gibt es noch nicht so ein eigenes Landesgesetz. Das heißt, südlich von Saluren muss man weiterhin eine Eigenerklärung mit sich führen. Also in Südtirol kann man sich frei bewegen, aber wenn man sich ins Trentino bewegt, das ist möglich. Dort muss es aber einer der bekannten Gründe sein, aus Arbeitsgründen, aus einem anderen triftigen Grund. Und entsprechend muss das auch mit einer Eigenerklärung dokumentiert werden. Dieses Gesetz schafft auch die Voraussetzungen, dass man sich in Südtirol frei bis hin zur Grenze am Brenner bewegt und in all jenen Fällen, wo Österreich es erlaubt, natürlich auch den Übertritt nach Österreich macht, einreist, immer dort, wo es Österreich, da sind wir natürlich nicht zuständig, das kann Südtirol nicht in einem Gesetz regeln, was die Einreise nach Österreich anbelangt. Bei der Rückkehr gelten natürlich dann die Einreiseregeln in das italienische Staatsgebiet und da muss man auch diese weiterhin berücksichtigen, das hätten wir im Gesetz nicht eigens regeln können. Das Gesetz schafft die Voraussetzung, dass man sich in Südtirol dann wieder entsprechend frei bewegen kann. Und wir sind gemeinsam im Gespräch mit der Regierung in Wien und mit der Regierung in Rom, mein Kollege Günter Platter und ich, damit es zwischen den beiden Staaten entsprechende Abkommen gibt, dass es keine Quarantänevorschriften mehr gibt bei der Reise innerhalb der Europaregion Tirol, also zwischen dem österreichischen Bundesland Tirol und Südtirol. Wie gesagt, das müssen aber die beiden regeln. Wir haben uns heute noch einmal in einer Videokonferenz zusammengeschaltet, Landeshauptmann Günter Platter und ich. Und Landeshauptmann Platter hat wörtlich gesagt, weißt du Arno, ich kann hier nichts tun. Das ist bei uns in Österreich Bundessache, die Einreise nach Österreich. Und ich musste ihm antworten, ja Günter, bei uns ist es auch so, da muss das Ministerium in Rom entscheiden. Wir müssen die zusammenbringen. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir hier auch bald vernünftige Lösungen herbeiführen können. Es hat dieses Gesetz, das darf ich jetzt noch hinzufügen, ich blicke im Besonderen auch zu meinen beiden Kollegen in der Landesregierung, zu meinen beiden Landeshauptmann-Stellvertretern, die heute hier gemeinsam mit mir bei dieser Pressekonferenz sind. Es hat im Vorfeld jede Menge Diskussionen gegeben und es gibt sie auch jetzt. Und das war zu erwarten, weil wir dieses Gesetz auch in einem Kontext verabschiedet haben, wo in ganz Italien diskutiert wird. In ganz Italien gibt es diese Diskussion jetzt, es solle endlich mehr zugelassen werden. Es hat gestern auch entsprechend ein formelles Dokument aller italienischen Regionen gegeben, das der Regierung unterbreitet worden ist, wo alle italienischen Regionen gemeinsam fordern, man möge ab Montag zulassen, dass die Geschäfte in ganz Italien wieder öffnen und in der Folge weitere Schritte und dass die Regionen jetzt differenziert starten mögen. Und natürlich hat es dafür große Aufmerksamkeit gesorgt, wenn Südtirol jetzt im Prinzip das schon vorweggenommen hat. Aufbauend auf unsere Autonomie haben wir das gemacht, auch mit unserer Autonomie argumentierend, aber selbstverständlich unter besonderer Berücksichtigung der Erfordernisse des Gesundheitsschutzes. Das ist klar, denn das steht an erster Stelle, das steht auch bei uns nach wie vor an erster Stelle. Und im Grunde glauben wir, dass wir einen Weg vorgezeichnet haben, der jetzt auch in allen anderen Regionen auf diese Weise dann beschritten werden wird. Die Regierung in Rom hat bereits angekündigt, dass man das auch vorsehen will, zwar erst ab kommenden Freitag, wie es ausschaut, aber dass dann die Regionen auch differenziert entscheiden dürfen. Wir sind also hier mit unserer Situation schon etwas früher dran. Für uns ging es aber auch ums Prinzip, nicht um nur diese paar Tage. Es war das eine, und damit schließe ich jetzt, das war das eine, dass in einer absoluten Notstandssituation die Regierung mit einem Akt des Ministerpräsidenten Notverfügungen gemacht hat, die für ganz Italien Geltung haben sollten. Das ist in einer Pandemie auch nachvollziehbar. Uns war es damals immer wichtig, und das ist auch Erfolg, das muss man anerkennen, dass man selbst in diesen staatlichen Notdekreten schon vorgesehen hat, den Verweis auf Südtirols Autonomie, wo man gesagt hat, in Südtirol wenden sich diese Notdekrete natürlich im Einklang mit den Autonomiebestimmungen an. Wir haben dann aber nicht darauf bestanden, jetzt selber, weiß Gott, wie abweichend vorzugehen. Das hätte in der Notsituation auch keinen Sinn gehabt. Und das ist auch ganz klar, das haben wir schön mitgetragen. Aber wir haben dann auch klar gemacht, schon seit einiger Zeit jetzt, dass wir glauben, Phase 2 jetzt eine andere Situation ist, wo man differenzieren muss und wo wir dann unsere Zuständigkeiten, die wir ja haben in verschiedenen Bereichen, wieder entsprechend wahrnehmen. In diesem Geiste haben wir das Gesetz verabschiedet. Es hat eine breite Mehrheit erhalten.
Das ist sehr erfreulich. 28 von den 35 Abgeordneten haben dafür gestimmt, 6 haben sich enthalten und nur ein Abgeordneter hat dagegen gestimmt. Also dieses Gesetz ist von einer sehr, sehr breiten Basis hier im Land getragen und wir werden entsprechend auch mit diesem Gesetz umgehen. Wichtig ist, dass jetzt uns allen eines klar wird. Dieses Gesetz bedeutet die Übernahme einer großen Verantwortung, die Südtirol jetzt wieder für sich übernommen hat und in Anspruch nimmt. Das ist ja auch unsere Haltung. Wir wollen die Dinge in Verantwortung selbst gestalten. Und natürlich stehen wir jetzt gewissermaßen auch unter Beobachtung. Ja, wird das funktionieren? Wird das funktionieren, dass man in Südtirol sich zutraut, dass es eine entsprechend verantwortungsbewusste Bevölkerung gibt? Alle gemeinsam, wir alles tun, damit wir ja wieder arbeiten, ja wieder mehr gesellschaftliches Leben haben, aber gleichzeitig die Gesundheit schützen und vermeiden, dass es zu großen Ansteckungen kommt. Und wir glauben, ja, das können wir gemeinsam leisten. Das war gestern auch Ausdruck dieser Schlussabstimmung. Das ist auch gestern mehrfach in unserem Landtag so auch gesagt worden. Und deshalb wollen wir diesen Weg gemeinsam gehen. Im Vertrauen darauf, dass wir eine solche Gesellschaft haben, dass wir Menschen haben, die Verantwortung übernehmen, dass das unserer Charakteristik entspricht. Und auch im Bewusstsein, dass es eben jetzt gilt, nach dieser schweren Krise oder inmitten noch dieser schweren Krise, es ist ja nicht zu Ende, jetzt aber auch Zuversicht zu schaffen, Möglichkeiten zu schaffen, wieder Fuß zu fassen, wieder zuversichtlich zu sein und Schritt für Schritt das Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. Wir haben gedacht, nachdem für den deutschen Teil immer genau eine halbe Stunde frei ist, dass wir die deutschsprachigen Fragen gleich anschließen und danach auf Italienisch und Ladinisch auch fortfahren. Eine Frage oder zwei Fragen beziehen sich auf die Äußerungen von Regionenminister Boccia. Eine Frage hat uns am Nachmittag erreicht und die stellt sich die Frage, ob, wenn das jetzt angefochten wird, ob das Landesgesetz dann trotzdem gültig ist. Und ich füge eine Detailfrage dazu. Wenn also das Minister Boccia in seiner Anfechtung des Landesgesetzes Bezug nimmt auf die Regelung des INAIL und hier schreibt die Journalistin, Südtirol müsse auf die Vorgaben zur Arbeitssicherheit warten. Das ist die Meinung von Boccia. Erst dann dürfe dann man die gewerblichen Tätigkeiten wieder aufnehmen. Die Frage dazu ist, sind die Südtiroler Arbeitnehmer bei Arbeitsunfällen in dieser Übergangsphase dann nicht versichert? Welche Folgen hätte diese Nichtversicherung? Und wenn sie doch versichert sind, auf welche Regelung berufen sie sich? So, Mikrofon. Zunächst einmal gilt, dass das Landesgesetz mit der Veröffentlichung im Amtsblatt, die heute erfolgt ist, in Kraft getreten ist und seine volle Gültigkeit entfaltet. Ein Landesgesetz steht in der Hierarchie der Rechtsquellen, in der Rechtsordnung des italienischen Staates, auf demselben Niveau, auf demselben Rang wie ein staatliches Gesetz, nur es gilt halt nur für Südtirol und nicht für das ganze Staatsgebiet, steht aber nicht unter dem staatlichen Gesetz, sondern neben dem staatlichen Gesetz und ist in Südtirol zu beachten. In Südtirol gilt eben das Landesgesetz und nicht das staatliche. Beide, das Staatsgesetz und das Landesgesetz, müssen die Verfassung beachten. In all jenen Bereichen, wo wir Zuständigkeit haben, gilt also für uns das Beachten der Verfassung. In jenen Bereichen, wo wir nicht primäre Zuständigkeit haben, müssen wir auch die Grundsätze der Staatsgesetze beachten. In diesem Fall haben wir beides. Wir haben zum Teil eigene Zuständigkeiten wahrgenommen, die also exklusiv sind, wo wir nur unter Anführungszeichen die Verfassung beachten müssen. Es sind andere Bereiche geregelt, wo wir durchaus auch staatliche Grundsätze zu beachten haben. Wir sind überzeugt, dass wir mit diesem Landesgesetz beides getan haben. Und somit das auch gut verteidigen können vor dem Verfassungsgerichtshof. Aber unabhängig davon, selbst wenn das Gesetz angefochten werden sollte, es gilt. Das ist ein Prinzip, das gilt und das Gesetz muss von allen beachtet und befolgt werden, bis zu einer allfälligen Annullierung durch den Verfassungsgerichtshof. Nur der Verfassungsgerichtshof kann das Gesetz abschaffen, das kann nicht die Regierung machen, nicht das Parlament, sondern der Verfassungsgerichtshof und bis dahin gilt das Gesetz. Deshalb das als Antwort zur ersten Frage. Zur zweiten Frage, das Thema der Sicherheit. Es ist dieses Landesgesetz ja genau ein Gesetz zur Sicherheit. Das ist ja das Interessante.
Es geht jetzt nicht darum, dass das Gesetz sagt, Gesetz zur Wiederaufnahme der Tätigkeit und legt fest, an diesem Tag das und an jenem Tag das andere, sondern das Gesetz hat den Titel Maßnahmen zur Bekämpfung der Verbreitung des Virus in der Phase der Wiederaufnahme der Tätigkeiten. Also es geht um die Sicherheitsmaßnahmen in diesem Gesetz und es gibt eben dann einen ganzen Katalog an Sicherheitsmaßnahmen und jetzt kommt der wichtigste Teil. Neben den zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen, die wir als Landtag beschlossen haben und die sehr streng sind, es ist ja schon kritisiert worden, auch strenger als anderswo, wir haben 2 Meter Abstand, also wer näher als 2 Meter ist, das ist nicht, dass man nicht näher kommen kann, aber in dem Moment, wo man näher ist, muss man eine Schutzmaske tragen. Das gibt es nicht überall, manche haben 1,5 Meter, andere Länder haben 1 Meter, ab 1 Meter ist die Schutzmaskenpflicht, bei uns 2. Wir haben auch für viele andere, für die Tätigkeiten noch zusätzliche Maßnahmen, aber zusätzlich zu diesen verweisen wir auf die Protokolle, die es gibt, die verschiedenen, die unterzeichnet worden sind auf lokaler und auf staatlicher Ebene und auch auf die noch folgenden, auch in, gerade im Hinweis auf den Arbeitsschutz. Worauf gründen wir die Annahme, dass jemand versichert ist? Mit dem Arbeitsvertrag und der geregelten Anmeldung des Mitarbeiters und der entsprechenden Einzahlung der Gebühren, der Versicherungsbeiträge, ist man versichert. INEL würde entsprechend nicht zahlen können, denn die Versicherung ist damit erfolgt, sondern wenn schon, dann könnte INEL einen Regress verlangen, im schlimmsten Falle. Also versichert ist man auf jeden Fall und dann behaupten, es hätte die Rechtsgrundlage gefehlt. Wir sind überzeugt, es fehlt aber hier auch keine Rechtsgrundlage. Und außerdem ist es so, dass Minister Botscher selbst angekündigt hat, dass am Montag bereits die Protokolle auch für die Detailhandelstätigkeiten vorliegen werden, die zusätzlichen, die man macht. Allerdings gibt es jede Menge Tätigkeiten, die ausgeübt werden, ohne dass es überhaupt Protokolle gibt, die von INEL mit unterzeichnet worden sind. Und trotzdem gibt es den Rechtsschutz von INEL. Und somit sind wir hier überzeugt, dass dieses Gesetz alle Voraussetzungen hat, auch entsprechend umgesetzt zu werden und es wird auch entsprechend umgesetzt werden. Sie haben unter anderem den Abstand angesprochen. Eine Frage ist, warum man beim Sport 3 Meter Abstand halten muss und sonst nur 2 oder 1? Diese Abstandsregeln, das ist für mich die Gelegenheit, das noch einmal ganz klar zu sagen. Das ist ja das Prinzip, dass wenn man eben den Abstand nicht einhält, dann muss man den Schutz tragen, dann muss man die Schutzmaske tragen. Und das ist im normalen täglichen Geschehen, Verhalten, das sind die 2 Meter. Also wenn man unter 2 Meter mit Personen zusammentritt, mit denen man nicht bereits zusammen wohnt, dann muss diese Maske getragen werden. Das ist dann beim Sport hingegen 3 Meter. Warum? Weil man beim Sport eine ganz andere Atmungsaktivität hat, auch hustet, auch spuckt, um das jetzt zu sagen. Es ist ganz eine Geschichte, auch Schweiß und Ähnliches mehr. Deshalb geht man dort noch etwas mehr. Nachdem die zulässigen Sporttätigkeiten sowieso jene sind, die nicht als Mannschaftssport ausgeübt werden und eben nicht mit Körperkontakt, das ist auch bei uns so, das ist übrigens in ganz Europa derzeit noch so, ist das auch kein Problem. Denn weder beim Laufen, noch beim Tennisspielen, noch beim Radfahren, noch bei vielen anderen Aktivitäten, auch beim Bergsteigen, sage ich, muss man näher sein, ständig, als diese 3 Meter es sind. Man kann diese Sportarten normal ausüben mit diesem Abstand. Im Gegenteil, man übt sie normalerweise mit mehr Abstand sogar aus. Und deshalb funktioniert das. Wenn man näher ist, müsste man eine Schutzmaske tragen. Eine Frage ist eigentlich schon beantwortet. Ich wiederhole sie nur, damit es, glaube ich, klar ist, ob man jetzt oder wann man ins Trentino fahren darf, ob keine Eigenerklärung nötig ist und ab wann man das darf. Ich glaube, die Fragen haben wir beantwortet, vor allem auch, dass man zu Fuß und ob ein Unterschied besteht, ob man zu Fuß und bei Rad oder mit motorisiertem Fahrzeug hinfahren kann. Ich fasse 3 Fragen zusammen, die in die ähnliche Richtung zielen. Eine Frage ist, dürfen sich Jugendliche, vor allem Minderjährige, ohne Begleitung frei bewegen und treffen? Eine zweite Frage ist, darf man sich jetzt auch im Haus mit Freunden treffen? Und wenn ja, wo ist die Grenze zur Ansammlung von Menschen und so weiter, die dann die sozusagen Obergrenze übertrifft? Und die dritte Frage geht mehr in Richtung Kinderbetreuung, ob sich Mütter gegenseitig unterstützen dürfen, auch im Haus sozusagen, wenn man die Kinder sozusagen zur Mutter in ein anderes Haus bringt.
Ja, das sind wichtige Fragen und wir haben auch, da darf ich darauf verweisen, im Internet entsprechend das alles genau dargestellt. Da sind auch die häufig gestellten Fragen bereits beantwortet, aber es ist für mich die Gelegenheit, das auch hier zu tun. Es gilt mit diesem neuen Landesgesetz die Bewegungsfreiheit im Land. Es bleiben aber aufrecht die Vorschriften für das Distanzhalten und noch einmal eben Schutz auch von Mund und Nase. Das ist keine Südtiroler Erfindung. Das ist in allen Staaten, die jetzt Lockerungen vorsehen, ganz genau so geregelt. Das ist, der Unterschied ist dann höchstens 1,5 Meter, 2 Meter. Schweden übrigens hat 2 Meter. In RKI empfiehlt jetzt 1,5 Meter für Deutschland. In Österreich hat man 1 Meter. Das ist das eine. Aber sonst ist das Prinzip überall dasselbe. Und deshalb bitte ich auch, dass man das einfach versucht nachzuvollziehen, dass das Sinn macht. Man kann sich wieder frei bewegen. Es geht immer nur darum, dass man nicht in andere Menschen ansteckt oder von anderen Menschen angesteckt wird. Solange man Distanz hält, ist das Risiko nicht da. Sobald man in die Nähe kommt, gibt es das Risiko, also Mund und Nase schützen. Das ist das Prinzip. Und somit, ja, man kann andere Menschen besuchen. Es können sich auch Freunde wieder treffen. Es können auch nicht erwachsene Personen wieder irgendwo hingehen. Weiterhin ist es aber so, dass Menschenansammlungen verboten sind. Das ist einfach eine Frage auch der Sicherheit. Und wenn dann sehr viele Menschen irgendwo sind und dann es trotzdem zu einer Ansteckung kommt aus irgendeinem Grund, dann sind auch sehr viele betroffen. Und deshalb will man Menschenansammlungen weiterhin vermeiden. Deshalb gibt es auch keine großen Veranstaltungen mit Publikumsteilnahme. Und ja, jetzt wird die Frage gestellt, ja, wenn wir jetzt aber zu zweit jemanden besuchen, da sind wir zu dritt, ist das schon eine Menschenansammlung? Das ist dann sicher nicht eine Menschenansammlung im Sinne des Gesetzes. Allerdings, ich darf schon darauf hinweisen, wenn diese 3 Personen, die nicht zusammen eh schon im selben Haus wohnen und zusammenleben, sich treffen, dann müssen sie Abstand halten. Oder, wenn sie nicht mindestens 2 Meter ständig Abstand halten, Mundschutz tragen. Und das müssen sie dauerhaft tun, auch wenn man das in einer Wohnung dann sich trifft. Das ist das Prinzip. Und jetzt werden Sie sagen, ja, wer kommt dann da kontrollieren? Und dann sage ich jetzt wirklich, glaube ich, das, was am wichtigsten ist, das ist genau die Grundlage dieses Gesetzes. Wir bauen auf das Verantwortungsbewusstsein der Bevölkerung. Das sind medizinische Ratschläge, die im Prinzip vom Gesetzgeber erteilt werden. Schützen Sie sich. Und der Schutz ist Abstand bzw. Tragen von Mundschutz. Es gibt 2 Fragen, die vielleicht auch an Daniel Alfreider gehen in seiner Funktion als Mobilitätslandesrat. Zum einen einfach die Frage, ob man in Seilbahnen rein darf und wie das dort ist. Und die 2. Frage geht ein bisschen weiter. Sollten wieder Gäste nach Südtirol kommen, aber vielleicht auch Einheimische, die jetzt alle ähnliche Hotspots, sogenannte, aufsuchen, zum Beispiel Praxmont, Diclosee, Dolomitenpässe, was auch immer, ob es hier schon Konzepte gibt, um das zu bewältigen. Ja, allen voran zur 2. Frage, ob Touristen wieder kommen sollen. Natürlich sollen Touristen wieder nach Südtirol kommen sollen, aber das wird noch einige Zeit dauern, bis in ganz Europa, vor allem auch in Italien die Situation sich wieder lockert. Von der öffentlichen Mobilität her werden wir uns natürlich heute schon vorbereiten. Sobald die Grenzen wieder gelockert werden, sobald die Situation sich entschärft, werden wir auch die Dienste zu den touristischen Hotspots wieder anbieten. Wir haben ja derzeit schon das Angebot jetzt angepasst, um vor allem hier in Südtirol jetzt das Angebot so sicher wie möglich anzubieten. Das heißt, dass genügend Platz vorhanden ist, dass die Abstände vorhanden sind. Es werden in jedem Bus die Plätze auch genau definiert werden, wo man sich hinsetzen kann, um gerade diese Maßnahmen so gut wie möglich zu verfolgen. Das heißt, auch die öffentliche Mobilität möchten wir in dieser Phase so sicher wie möglich gestalten. Seit 4. Mai haben wir das Angebot der Busdienste wieder auf den normalen Fahrplan geführt. Das heißt, die Dienste sind wieder voll aktiv. Den Werktagsfahrplan. Ab dem 18. Mai planen wir dann auch, die Zugdienste kontinuierlich wieder hochzufahren, damit eben jetzt in der Phase, wo mehr Betriebe auch aufgehen, wo mehr Aktivität wieder vorhanden ist, mehr Mobilität vorhanden ist von uns Südtirolern, dass da die Dienste dementsprechend auch zur Verfügung stehen werden.
Eine Frage geht in eine andere Richtung, sie betrifft auch nicht das Gesetz, und zwar betrifft sie die Schnelltests, nämlich die Frage, wann erfolgt der Start mit den Schnelltests und wer wird dann getestet, kann sich jeder testen lassen, gibt es Priorisierungen und muss man dafür zahlen? Ja, das Thema der Tests und im Besonderen der Schnelltests zum einen, aber im Besonderen auch der serologischen Tests ist seit Wochen in aller Munde. Ich habe irgendwann auch festgestellt, da gibt es jetzt fast genauso Experten wie beim Fußball. Alle sind Trainer geworden, jetzt scheinen auch alle Virologen zu sein und Testexperten. Hier ganz einfach noch einmal die Position der Landesregierung. Wir haben bisher mit den sogenannten PCR-Tests, also mit den Abstrichen, wo man die aktuelle Situation der Virenausscheidung über Speichel-, Mund-Nasen-Abstriche kontrolliert, durchgeführt gemäß den internationalen Standards. Das sind nach wie vor die zuverlässigsten Tests, die es gibt, vor allem um die aktuelle Infektionssituation und eben die Infektiosität, also die Gefahr, dass man andere Menschen ansteckt, zu überprüfen. Dann gibt es eben noch diese anderen Tests, die über die Feststellung von Antikörpern und Antigenen feststellen, ob jemand mit dem Virus bereits in Kontakt war. Und hier gibt es unterschiedlich zuverlässige. Wir verwenden die sogenannten Celex, also die Tests der Firma Celex, die eine sehr, sehr hohe Zuverlässigkeit haben, die auch in Italien derzeit die einzig offiziell zugelassenen, also akkreditierten Tests sind. Das sind auch jene, die zurzeit am Markt verfügbar sind, hier in Italien mit der höchsten Zuverlässigkeit. Und mit diesen Tests wollen wir zunächst einmal das Gesundheitspersonal flächendeckend testen, auch unterstützen zu den PCR-Tests, genauso das Pflegepersonal in Altersseniorenheimen, also unsere, auch natürlich, das ist auch eine Hilfestellung für die Ärzte, für die Rettungskette, aber gleichzeitig auch Feldstudien machen, um dann auch die Virenverbreitung genauer zu analysieren, um daraus wieder Schlüsse für entsprechende Strategien schließen zu können und nicht jetzt sofort, dass man sagt, das ist ein Test, der unmittelbar in der Bevölkerung querbeet gemacht wird. Das hat keinen medizinischen Nutzen, das würde auch keinen Mehrwert haben, sondern das muss koordiniert und nach Prioritäten gemacht werden. Und diese Tests laufen gerade an in dieser Phase, also in dieser Reihenfolge auch spezifisch beim Personal und spezifisch begleitend studienmäßig, um entsprechend Schlüsse ziehen zu können und auch einen Mehrwert davon zu haben. Es ist uns gelungen, mehr oder weniger alle deutschsprachigen Fragen zu beantworten und das punktgenau. Ich bedanke mich bei allen Medienvertretern, die uns gefolgt sind, bei allen Zuhörerinnen, Zuhörern, Zuschauern zu Hause, aber natürlich hier auch im Saal bei Landeshauptmann Arno Kornbatscher, bei den Landeshauptmann-Stellvertretern Giuliano Vettorato und Daniel Alfreider und übergebe an meinen Kollegen Franco Grigoletto für die italienische Pressekonferenz und dann auch für den ladinischen Teil, der dann noch kommt. Danke sehr. Sì, buon pomeriggio. Benvenuti alla conferenza stampa virtuale di oggi, che sarà incentrata sulla nuova legge provinciale, approvata la scorsa notte dal Consiglio provinciale dal titolo Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 nella fase di ripresa dell'attività. È comprensibile che vi sia una forte attesa nei confronti di questa legge da parte della popolazione, in quanto sotto molti punti di vista si configura come innovativa a livello nazionale. Prendono parte all'incontro odierno il presidente della provincia Arno Kornbatscher, i vicepresidenti dell'esecutivo Giuliano Vettorato e Daniel Alfreider. Passo quindi la parola al presidente della provincia Arno Kornbatscher. Sì, buon pomeriggio anche da parte mia. Ieri, in tarda notte, anzi erano le mezzanotte passate, il Consiglio provinciale ha approvato a larga maggioranza, 28 voti favorevoli, 6 astensioni e solo un voto contrario, la nuova legge provinciale che prevede l'entrata in questa seconda fase, il momento di una ripartenza in sicurezza. La legge stessa proprio non parla adesso di un liberi tutti o diciamo dell'apertura o dell'avvio dell'attività, ma è proprio focalizzata sulle misure di contenimento al coronavirus nel momento
diciamo, di quando si attivano determinate attività. Cioè il focus è quello della sicurezza, della garanzia, della tutela della salute, e la legge stessa prevede un principio, poi lo istruirà ovviamente anche i miei colleghi qui seduti con me, il vicepresidente Giuliano Vettorato e il vicepresidente Daniel Alfreider, che il principio è quello sì della libertà di circolazione: non bisogna più portare con sé un'autocertificazione, non bisogna più diciamo avere dei motivi speciali per potersi muovere, però solo se si rispettano le misure per evitare il rischio di contagio, e vuol dire distanza. E se non si può rispettare la distanza, se ci si avvicina di più di 2 metri, allora mascherina, allora bisogna proteggersi naso e bocca. Cioè questo è il principio: o stare lontani o coprirsi naso e bocca. Credo che sia una cosa abbastanza facile, poi ci sono tutte le misure di igiene, ovviamente le mani, e poi ci sono una serie di misure precise, specifiche, per singole attività, sia lavorative ma anche sportive. Questo è l'impianto della legge. E noi abbiamo approvato questa legge ieri sera dopo un proficuo lavoro in giunta, hanno collaborato tutti i colleghi, ovviamente gli esperti di sanità, di epidemiologia, ma ovviamente anche i nostri interlocutori nel mondo del lavoro per capire la praticabilità di determinate misure, e ci rendiamo conto che spesso sarà difficile lavorare con queste prescrizioni. Se mi riferisco per esempio a bar, ristoranti, anche negozi, bisogna adesso evitare l'affollamento, bisogna anche comunque adottare tutte le misure di protezione, però questo è necessario perché dobbiamo evitare assolutamente una seconda ondata di contagi, però dobbiamo garantire anche che la vita sociale ed economica possa ripartire. Ecco, questa è la mia introduzione. Io a questo punto cedo la parola al collega vicepresidente Giuliano Vettorato. Prego. Grazie Presidente. Misure di contenimento del virus SARS-CoV-2 nella fase 2 di ripartenza. Lo ha detto il Presidente prima, voglio ripeterlo, ed è un mantra che noi della Giunta ripeteremo sempre. Questo spiega l'approccio della legge che è stata votata ieri quasi all'unanimità in Consiglio Provinciale a tarda notte. Misure di contenimento, quindi capiamo che ogni articolo, quindi ogni comma contenuto in questa legge, si parla di misure di contenimento, quindi il tema tutela della salute è un tema che sta ovviamente a cuore a tutti ed è il focus principale di questa legge. Nel titolo capiamo anche che si parla di una fase 2, se esiste una fase 2 vuol dire che c'è stata una fase 1. La fase 1 è stata la fase che ha preceduto la fase 2, quindi si parla di lockdown, quindi la chiusura degli esercizi, eccetera, dove riteniamo che i nostri concittadini abbiano dato un segnale di maturità rispettando le regole, e effettivamente i risultati sul contenimento del virus sono agli occhi di tutti. È un atto sicuramente di fiducia quello che stiamo facendo con questa legge, ed è un segnale concreto alle richieste che i nostri concittadini ci stanno facendo tutti i giorni, ci stanno facendo da settimane. Basti pensare alle preoccupazioni che hanno le famiglie che stanno riniziando a lavorare e non sanno in questo momento, perché la fase del lockdown li ha obbligati a casa, non sanno dove mettere chiaramente i ragazzi adesso che inizieranno a lavorare, proprio perché hanno consumato le ferie. E quindi con questa legge vogliamo dare una risposta anche alle famiglie, vogliamo dare una risposta al tessuto economico. È necessaria una ripartenza, siamo consapevoli, e lo risottolineo, siamo consapevoli che l'emergenza sanitaria non è finita, dovremo conviverci per ancora un lungo periodo purtroppo, ma siamo anche consapevoli che i nostri cittadini si sono comportati bene, abbiano imparato le regole, soprattutto appunto dalla fase 1. Quindi, come ha detto prima il Presidente, rinnovo ancora io l'invito di mantenere le distanze sociali quando si incontrano le persone, di non avere un contatto fisico, di utilizzare sempre le protezioni naso-bocca, di lavarsi spesso le mani, di non toccarsi il naso e gli occhi, quindi le solite norme igieniche, ma soprattutto di tenere le distanze. I tempi sono maturi? Noi riteniamo di sì, sono maturi per poter provare a ripartire con delle misure di contenimento. E ripeto, anch'io sottolineo, non è un libera tutti,
la legge è attiva e quindi non si aprono gli esercizi senza delle norme molto restrittive che sono presenti nell'allegato A. Sono tutte norme di buon senso e noi riteniamo che così riusciamo a ripartire gradualmente e dare di nuovo linfa al tessuto socio-economico della nostra provincia. Io con questo ho finito, poi sono disponibile per domande. Sì, forse se il vicepresidente Alfreder vuol dire qualcosa, magari, o passiamo direttamente alle domande. Ah, prego. Allora le domande. Sì, sono state poste varie domande da parte di giornalisti riguardo alla possibile impugnazione della legge da parte del ministro delle regioni Francesco Boccia, il quale fa riferimento tra l'altro alla regolamentazione dell'INAIL, in base alla quale l'Alto Adige dovrebbe attendere le direttive in materia di sicurezza sul lavoro. Solo dopo questo passaggio sarebbe possibile, secondo il ministro, riprendere le attività produttive. Le imprese altoatesine in questa fase transitoria, chiedono i giornalisti, non sono assicurate? Quali conseguenze ha l'eventuale non assicurazione da parte delle INAIL? Ecco, queste sono alcune domande. L'eventuale impugnazione influisce sulla validità, sul vigore della legge in sostanza? Sì, grazie per la domanda. Innanzitutto bisogna dire che una legge provinciale nella gerarchia delle fonti giuridiche nell'ordinamento costituzionale italiano ha lo stesso rango di una legge statale, ovviamente per una valenza limitata territoriale, cioè si riferisce soltanto al territorio della provincia autonoma di Bolzano e negli ambiti dove la provincia ha competenza legislativa primaria, questa legge deve rispettare soltanto, fra virgolette, la Costituzione e gli accordi internazionali e i principi delle riforme economico-sociali e nei casi in cui invece la provincia ha solo competenza concorrente si devono rispettare anche i principi delle leggi statali, cioè i principi e gli indirizzi principali delle leggi statali. Questo è l'impianto giuridico del nostro statuto a livello costituzionale e perciò questa legge rispetta questi limiti, perché noi con questa legge regoliamo degli ambiti che riguardano sia nostre competenze primarie ma anche altri dove c'è la competenza legislativa concorrenziale. Ma in entrambi i casi rispettiamo i limiti, da un lato la Costituzione, ovvero anche i principi della legislazione nazionale. Chi si legge la legge, questo lo può vedere sicuramente subito, ci sono tanti riferimenti anche alla legislazione nazionale vigente, proprio perché si tratta di questi ambiti e soprattutto ci sono tutti i riferimenti anche ai protocolli di sicurezza che sono stati siglati a livello nazionale tra le parti sociali ma anche a quelli a livello territoriale, oltre anche ai protocolli che saranno ancora siglati e comunque alle linee guida che saranno ancora emanati. Per quanto riguarda il tema di una eventuale impugnazione di una legge provinciale, il tema è che la legge provinciale, anche in caso di impugnazione, adesso dobbiamo ancora vedere, speriamo che non sia così, però se fosse così la difenderemo, anche in caso di impugnazione rimane in vigore e deve essere osservata e fatta osservare. E chi poi svolge una determinata attività in base a quella legge lo fa ovviamente in piena tutela di quella legge, anche se eventualmente già impugnata, e questo spesso è già capitato perché di tanto in tanto succede che leggi provinciali vengono impugnate. Non sempre quando una impugnazione viene annunciata poi avviene, addirittura succede che sia impugnata, e non sempre si arriva addirittura poi a una trattazione del caso davanti alla Corte Costituzionale, e non sempre si conclude perché spesso prima anche si trovano delle soluzioni alternative. Ecco, per questo è un ito tutto da vedere, però che ha ovviamente l'andamento di tutte le leggi provinciali. E per quanto riguarda invece lo status di assicurazione, quando c'è un rapporto di lavoro ovviamente basato sui contratti e ovviamente anche poi comunicato a dovere e con i versamenti, ovviamente c'è la copertura e la protezione, semmai ci sarebbe la possibilità di rivalsa da parte dell'INAIL se ci fosse poi qualcosa che non va,
Questo succede spesso quando c'è un infortunio sul lavoro, anche diciamo nella vita normale, senza coronavirus, dove poi l'INAIL vede se effettivamente il datore di lavoro ha osservato tutte le precauzioni prescritte, che nel nostro caso sarebbero quelle previste in legge, in una legge che è in vigore. E questo è il nostro punto di vista. Noi siamo convinti che questa è la base giuridica solida, la difenderemo anche, e siamo anche convinti che, tra l'altro, comunque eventuali protocolli ancora mancanti, che non aggiungeranno niente allo standard di sicurezza da noi adottato, perché comunque è molto severo, crediamo addirittura sarà più severo di quello che sarà previsto a livello nazionale, comunque questi ci saranno fra pochi giorni, e perciò però comunque non c'è adesso modo di doversi preoccupare, perché gli standard che noi prevediamo nella nostra legge tutelano assolutamente sia il datore di lavoro, il collaboratore e la collaboratrice, ma anche il cliente. Grazie Presidente. Un'altra domanda riferisce sostanzialmente a dei dubbi sulla possibilità di recarsi nella vicina provincia di Trento, dove tra l'altro viene ancora utilizzata l'autocertificazione sostanzialmente. Ci sono differenze? Chiedono se si passa il confine tra le due province in bici, a piedi o con un veicolo motorizzato. In sostanza si può chiarire come sarà il passaggio tra una provincia all'altra nei prossimi giorni? Beh, questo ovviamente è così che noi adesso abbiamo la nostra legge provinciale che ha liberato, diciamo, il fatto di potersi spostare in provincia con qualsiasi mezzo, in qualsiasi forma, anche senza necessità di autocertificazione e anche in assenza di quelle giustificazioni che fin d'ora si dovevano avere per potersi spostare. Questo però, ovviamente, nella nostra legge, una legge provinciale, può avere valenza soltanto sul territorio della provincia autonoma di Bolzano. Ci si può spostare anche in regione, ma questo in base alla normativa nazionale, che per quanto riguarda poi la parte restante del paese rimane in vigore, e perciò si può andare a Trento, però allora sì, ancora con l'obbligo dell'autocertificazione, cioè a sud di Salorno poi bisogna essere muniti di autocertificazione e avere anche uno dei motivi di spostamento, che sia per lavoro, per motivo sanitario, altro giustificato motivo per essere in regola con la normativa. Poi fra qualche giorno ci sarà forse anche una legge provinciale trentina e allora le cose cambieranno ancora e forse anche lì si potrà fare a meno dell'autocertificazione. Grazie. Sempre in tema della nuova legge, è prevista l'istituzione di una commissione di esperti incaricata del monitoraggio della curva del contagio. Quando sarà istituita, chiedono, e da chi effettivamente sarà composta? Beh, la legge stessa regola questa istituzione e l'abbiamo discussa a lungo anche con i colleghi in giunta, anche il tema della composizione, e anche ieri è stato oggetto di dibattito in Consiglio Provinciale. Per noi era importante sottolineare che questa commissione doveva essere composta da esperti in tema di epidemiologia, virologi, ovviamente però anche di statistica sanitaria è composta da almeno 5 persone, ci potrebbero essere anche di più, e saranno sicuramente esperti funzionari, dirigenti della sanità altoatesina, ma anche persone, diciamo, con una determinata esperienza anche scientifica, persone rinomate nel campo della ricerca che vengono dall'esterno. La nomina sarà fatta a breve in base a queste previsioni della legge. Questa commissione, e questo è importante, poi avrà il compito di monitorare attentamente adesso anche l'andamento nel futuro, in base ai dati forniti ovviamente dall'azienda, per poter dare dei suggerimenti alla provincia stessa, al sottoscritto, ma anche alla giunta e all'azienda sanitaria per eventuali misure, variazioni, modifiche, contromisure che si dovessero adottare. Questo sicuramente è importante per questa fase 2, io credo che anche altre regioni si doteranno di commissioni specifiche. Vorrei sottolineare un punto, esiste anche una commissione a livello nazionale e noi collaboreremo ovviamente anche con quella commissione, anzi abbiamo già collaborato col governo nella individuazione di quella commissione, perché è stata condivisa con
il ministro Speranza a livello di conferenza regioni, ho partecipato anche alle riunioni. Quella commissione però ha un'altra funzione, perché lo farà su scala nazionale in base a dati che le singole regioni danno, però comunque potrà dare anche suggerimenti questa commissione alle singole regioni, ovvero ai presidenti delle singole regioni per eventuali misure, e perciò avremo una doppia sicurezza: una commissione si occupa più delle questioni locali, magari anche su un piccolo focolaio locale che potrebbe nascere, un albergo per esempio, allora sarà la nostra commissione a poter dare subito le indicazioni, mentre l'altra si occupa più dei sviluppi in termini più generali. E questo sarà il funzionamento. Noi continueremo a lavorare in stretta collaborazione ovviamente anche con l'Istituto Superiore della Sanità, con quella commissione nazionale, col governo, ma anche qui a livello locale. Ecco, sì, un'altra domanda è rivolta al vicepresidente Alfreider e riguarda un po' il settore della mobilità. Si chiede un po' un quadro generale della mobilità alla luce di questa nuova legge provinciale che porta la provincia verso questa fase 2. Ecco. Sì, grazie. Come è stato detto anche prima, con la ripresa delle attività naturalmente c'è anche più gente che è in movimento, quindi come abbiamo anticipato già in questi giorni, dal 4 maggio in poi abbiamo ripristinato l'orario regolare dei trasporti su gomma, quindi gli autobus saranno di nuovo a disposizione in quantità regolare, naturalmente con una capacità ridotta, quindi saranno disposti e saranno individuati i posti a sedere proprio per mantenere le distanze una volta sul trasporto, una volta sull'autobus. La stessa cosa sarà è in atto sui nostri treni. Per quanto riguarda l'orario, invece, dal 18 maggio in poi andremo ad aumentare anche la capacità dei treni. Quello che ci preme è naturalmente uno, anche i nostri movimenti, anche la mobilità nei prossimi mesi, ma probabilmente anche nei prossimi anni, sarà in evoluzione, ci saranno dei cambiamenti. Abbiamo come giunta preparato e come assessorato alla mobilità proprio un questionario che in questi giorni tanti stanno partecipando a questo questionario. Stiamo predisponendo proprio un piano di una nuova mobilità, soprattutto nei centri urbani, dove anche la bici e la mobilità ciclistica potrà avere una grande chance per muoversi a distanza, per muoversi anche in maniera più in salute e soprattutto anche per evitare che ci siano i sovraffollamenti da una parte sulle nostre strade e da una parte sul trasporto pubblico. Quindi noi cercheremo di garantire anche in questa fase di ripresa la massima sicurezza sui nostri mezzi. Bene, grazie. Una domanda anche per il vicepresidente Giuliano Vettorato riguardo alla scuola. Che cosa significherà questa nuova legge per la scuola, magari soprattutto, non so, dal punto di vista della scuola italiana? Ecco. Sì, io ringrazio per questa domanda che mi permette di fare anche un po' di chiarezza rispetto a qualche informazione che leggo, soprattutto sui social. Questo è un progetto condiviso con l'assessorato lingua tedesca, quindi con il collega Hammer e con Daniel Alfreider per quanto riguarda la scuola ladina. Si sta cercando, non si parla di scuola innanzitutto, e questo io lo voglio sottolineare, si parla di un progetto di accompagnamento per quanto riguarda i ragazzi o le ragazze sotto i 6 anni e si tratta di un progetto di accompagnamento / aiuto compiti per quanto riguarda i ragazzi dai 6 a, diciamo, delle scuole primarie. È un progetto che praticamente si svolgerà in questo modo, deve andare a copertura fino alla fine dell'anno scolastico per dare una mano a quelle famiglie che sono in difficoltà. Come ho detto prima, ci sono molte famiglie che hanno finito le ferie perché sono state costrette a stare in ferie durante il lockdown e non sanno come seguire i figli, e quindi per quanto riguarda i ragazzi sotto i 6 anni, appunto, apriremo delle sezioni delle scuole d'infanzia in gruppi piccoli, quindi sappiamo che avremo un insegnante con 4 bambini
con un massimo di 4 bambini. Non è prevista la mensa, sempre per motivi di sicurezza, e quindi l'impegneremo la mattina. Per quanto riguarda invece le scuole primarie, lì si pensava di fare appunto questo progetto di aiuto compiti. I ragazzini e le ragazzine, chiaramente, essendo in una fascia un po' particolare, è difficile pensare che possano stare a casa da soli a seguire le video lezioni, quindi la didattica online, e quindi per le famiglie che appunto sono in difficoltà nel seguire i ragazzi, perché magari sono impegnate appunto dal punto di vista lavorativo, gli si darà la possibilità di fare questo percorso di aiuto compiti. Anche qui i gruppi sono sicuramente ristretti, si parla di un massimo di 6 alunni o alunne, compreso il docente, e quindi non è sicuramente un servizio di didattica. I criteri verranno stabiliti, cioè sono già stati stabiliti dalla Giunta, dobbiamo solo confrontarci sugli ultimi 2 dettagli, sui criteri appunto di ammissione a questo servizio. È chiaro che non si riuscirà a dare una risposta a tutta la cittadinanza, a tutti i richiedenti, non è sicuramente un servizio obbligatorio, perché se si parla di scuola uno pensa che deve andare a scuola, assolutamente no, la didattica è sospesa ed è attiva solo quella online, quindi è sospesa fino a settembre. Vuole essere un segnale, un aiuto appunto per queste famiglie. Finito l'anno scolastico, poi partiranno i servizi estivi, e quindi con le famose estate ragazzi, eccetera. Grazie. Sono arrivate anche un paio di domande per quanto riguarda il settore della sanità. In primo luogo si chiede, allora, la legge prevede l'esenzione dall'obbligo di mascherine per persone con particolari condizioni psicofisiche che non le tollerino. Chiede se si può avere un esempio di queste categorie di persone che sono esentate sostanzialmente. E l'altra domanda riguarda i test rapidi, e chiedono quando sarà dato il via a questi test rapidi, chi verrà sottoposto al test ed eventualmente se ci sarà un costo da sostenere da parte delle persone, dei singoli. Non sono l'assessore alla sanità, però provo comunque a rispondere a queste due domande, nei limiti ovviamente delle mie conoscenze. Innanzitutto, per quanto riguarda questo esonero di determinati gruppi di persone, questo si riferisce ovviamente a persone disabili con disabilità fisiche o psichiche, che comunque sono, come sappiamo, sempre attestate anche dalla apposita commissione provinciale, perciò basterà essere muniti anche di questa certificazione, della quale risulterà che c'è davvero una difficoltà o per una sindrome o diciamo una forma di autismo, per esempio, lo sappiamo con i bambini è difficile poi magari costringere un bambino con questa patologia a tenersi su il dispositivo, ovvero anche chi ha davvero poi queste difficoltà respiratorie, però anche questo potrà essere certificato dal medico. Questi ovviamente sono i motivi. Allora, a maggior ragione, però, bisogna rispettare poi le distanze. Questo è importante, perché allora a maggior ragione si deve cercare di rispettare le distanze nei confronti di persone non accompagnatrici di questa persona in questo status. Per quanto riguarda i test, bisogna distinguere, spesso si parla di test rapidi. Allora, rapide è il tempo, lì la questione è il tempo, no? Possono essere sia test PCR che anche test sierologici. Allora il tema è, diciamo, il tempo di cui si ha bisogno per avere il risultato del test. Ormai ci sono anche test PCR che possono essere analizzate nel giro di poche ore, un'ora, anche 2 ore al massimo. E poi c'è l'altro tema, e credo che sia stato questo l'oggetto della domanda, dei cosiddetti test sierologici, che invece non attestano la presenza del virus, diciamo, attivo nella persona, che può infettare altre persone, la presenza di anticorpi o antigeni nella persona, cioè che ha avuto contatto precedentemente col virus e eventualmente ha già superato la malattia e potrebbe essere anche immune verso la malattia. Questi test
vengono adesso utilizzate soprattutto per testare le nostre persone nei servizi sanitari, i nostri collaboratori e collaboratrici, anche nelle case per gli anziani, anche il personale, diciamo, medico infermieristico nelle strutture periferiche, ovviamente perché dà una determinata garanzia, e poi li vogliamo utilizzare anche, come è consigliato da tutti gli istituti, quelli a livello nazionale ma anche a livello internazionale, per fare dei test a campione, degli studi sul campo, proprio per capire anche l'andamento del contagio e per poter sviluppare le determinate strategie necessarie poi in base alle conoscenze che si hanno con questi test. Questo, diciamo, è il lavoro che è già partito in questi giorni, lo si sta facendo, c'è stato il primo test anche con i collaboratori della Croce Bianca, per esempio, che ha dato un determinato esito, che adesso già ha anche avuto poi ovviamente un ingresso nel dibattito anche qui a livello locale, come gestire questa fase 2 in base alle conoscenze che si sono avute con questi test sierologici. Un'altra domanda, sempre rivolta al Presidente, è: quando si prevede che ci potrà riprendere sostanzialmente la circolazione con il Tirolo, la Svizzera, per ristabilire una situazione, diciamo, simile a quella che c'era in precedenza? Sì, noi ovviamente siamo molto interessati a ripristinare la libertà di circolazione, io direi come convinto europeista in tutta Europa, no? Ovviamente oggi ho avuto anche una videoconferenza con il Presidente del Comitato delle Regioni, il neo eletto Presidente greco del Comitato, dove abbiamo condiviso anche con tutti i rappresentanti italiani che erano presenti in questa videoconferenza che questo è un obiettivo che dobbiamo porci, di riaprire ovviamente i confini, soprattutto in questo momento dove ormai gli standard a livello europeo si sono anche omogenizzati, no? Perciò non avrebbe più senso anche avere dei controlli sui confini. Però al di là di questo, ovviamente siamo interessati, a questo siamo interessati anche per motivi economici, ovviamente per il turismo, ma non solo, per la libertà proprio della circolazione delle persone. E lo siamo soprattutto a livello euro-regionale, ci mancherebbe. Vorremmo avere la totale libertà verso il Trentino e verso il Bundesland Tirol in Austria, e verso il Trentino adesso ci si può arrivare, però ora ancora, come ho detto, con l'obbligo dell'autocertificazione, che poi forse a breve potrà essere superato quando anche il Trentino avrà una sua regolamentazione autonoma, verso il Tirolo ovviamente qui c'è bisogno di un accordo tra gli stati. Stamattina ho sentito anche il collega Günther Platter, capitano Landeshauptmann del Tirolo, e anche lui ha detto: guarda Arno, io devo parlare col mio governo, non ho competenza in materia di entrata in Austria, questa è una cosa che riguarda il Ministero degli Interni, le regole vengono definite a Vienna, e io ovviamente faccio la stessa cosa col governo in Italia, e noi abbiamo già fatto le richieste e crediamo anche che ci siano i presupposti anche per degli accordi a livello bilaterale adesso, per arrivare anche a una sempre più libera circolazione sia a livello dell'Euregio ma anche poi a livello europeo. Per concludere, ci sarebbero due ultime domande che entrano un po' nel dettaglio della nuova legge, adesso non so se è il caso, ma tipo le piscine all'aperto degli alberghi, per esempio, potranno essere utilizzate rispettando la distanza minima di 2 metri tra le persone. Chiedono cosa si intende esattamente. E un'altra domanda dice: guanti usa e getta sono obbligatori in tutti i negozi? Tocca al titolare metterli a disposizione? Ecco, stiamo entrando un po' nel dettaglio del... Sì, questa domanda per noi ovviamente è forse anche occasione, e la vogliamo cogliere per annunciare un'altra volta e far pubblicità per il sito che abbiamo creato, Alto Adige si riparte, Neustart Südtirol, dove oltre a tutte le misure di sostegno che abbiamo posto in essere come giunta per i lavoratori, per le famiglie, per le aziende, ci sono anche tutte le indicazioni per quanto riguarda le regole e soprattutto già adesso quelle che valgono in base alla nuova legge provinciale che è stata adottata ieri. Già oggi si può consultare il sito e lì ci sono tutte le regole, le indicazioni, e lì ci saranno ovviamente sempre di più man mano che arrivano anche le risposte alle domande frequenti, cosiddette FAQ, anche quelle saranno curate dai nostri uffici.
Per rispondere alla domanda precisa, per quanto possibile adesso, ovviamente la regola mi sembra piuttosto chiara. Forse prima di parlare degli alberghi, d'ora in poi saranno di nuovo autorizzati tutti gli sport individuali all'aperto. Tutti gli sport individuali all'aperto si possono esercitare e ovviamente mantenendo in quel caso questa famosa distanza di 3 metri, perché facendo l'attività sportiva il rischio, diciamo, di poter contagiare qualcuno aumenta, e perciò sport individuali con distanza. E tra questo, perché qualcuno l'ha chiesto, anche eventualmente il nuoto, uno si può tuffare lì dove ha messo, anche nel lago, forse che adesso fa ancora un po' freddo, però comunque è possibile. Non si possono utilizzare spogliatoi, cabine, docce e quant'altro, perché questo comporterebbe un rischio troppo elevato. Per gli alberghi vale in principio la stessa cosa, gli spa sono ancora chiuse, tranne i casi in cui gli alberghi si dotano di un sistema davvero particolare, molto sofisticato, di protezione attiva di tutti i clienti e del personale, ma altrimenti devono restare chiuse, mentre l'unica cosa che può restare aperta è la piscina all'aperto, dove si devono di nuovo mantenere le distanze. Credo che sia abbastanza intelligibile, 2 metri sul prato bisogna anche mantenere la distanza, perché c'è sempre poi il rischio, e ovviamente tuffandosi nell'acqua il rischio è assolutamente minore, ce lo dicono esperti, nell'acqua il rischio non c'è, però ovviamente poi attorno alla piscina bisogna mantenere di nuovo la distanza. Bene, grazie. Con questa risposta del Presidente abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo buon fine settimana. Grazie.